Einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen zum 30. Bibel-Livestream hier im Gewölbekeller und bei euch in euren Wohnzimmern und Gemeindehäusern. Wir freuen uns, dass wir heute Abend miteinander unterwegs sein können mit euch. Es gab einige, die das letzte Mal gesagt haben, bei uns hat es immer mal gestockt und so. Kann auch heute Abend wieder passieren. Wir haben ein kleines Problem mit unserem Internetanbieter, aber wir kriegen das geregelt und es müsste heute schon deutlich besser sein. Also im Zweifelsfall einfach Bild ausmachen und zuhören, aber wir kriegen das hin, heute Abend gemeinsam unterwegs zu sein. Es gibt ein neues Gesicht auf der Bio-Livestream-Bühne und zwar die Julia. Julia, du bist bei uns hier im Jahresteam gewesen, bist jetzt hier bei uns im Lebenshaus uns erhalten geblieben als Mitarbeiterin und hast heute Abend deine Feuertaufe hier bei Bio-Livestream. Schön, dass du dabei bist. Was erwartet uns heute Abend? Ja, wir haben ja letzte Woche unsere Serie Mose History Maker gestartet und heute geht es in die zweite Runde und ich freue mich schon drauf. Vielleicht seid ihr schon alte Hasen, was Bibel-Livestream angeht, aber vielleicht seid ihr auch zum ersten Mal dabei. Und deshalb erklärt euch der Kai jetzt, was heute Abend so geht. Ich weiß, dass einige von euch heute Abend zum ersten Mal dabei sind. Deswegen herzlich willkommen euch, die ihr zum ersten Mal dabei seid in euren Orten. Was machen wir heute Abend? Wir lesen gemeinsam einen Bibeltext. Das ist eigentlich ganz simpel. Wir lesen einen Bibeltext. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Statements dazu zu äußern. Das erste ist, ich lese euch diesen Bibeltext einmal vor. Und dann gibt es eine Zeit, die heißt der Bibeltext und du. In dieser Zeit ist einfach Stille für dich. 2, 3 Minuten, 4 Minuten diesen Text für dich selbst noch einmal zu lesen. Und dann gibt es die nächste Zeit, die heißt der Bibeltext und ihr. Ihr dreht euch zu dritt, zu viert zusammen und tauscht euch darüber aus, was euch aufgefallen ist an diesem Bibeltext. Was ist euch hängen geblieben? Was hat euch geärgert, als ihr ihn gelesen habt? Was habt ihr zum ersten Mal irgendwie entdeckt an diesem Bibeltext? Und ihr könnt euch austauschen über die Dinge, wo ihr sagt, Mensch, das würde ich gerne in große Runde teilen. Denn es gibt da die Zeit danach, in der ihr Fragen und Statements äußern könnt und teilen könnt, und zwar nicht nur mit denen, die bei euch da in eurem Wohnzimmer oder Gemeindehaus sitzen, sondern die mit allen teilen könnt, die bei Bibel-Livestream dabei sind. Ihr könnt diese Fragen, die ihr habt und die Statements, die ihr habt zu diesem Text, uns schicken per WhatsApp an die Nummer, die euch eingeblendet wird, 0151 428 55055. Und dann gibt es diese Nummer, gibt's diese Fragen hier in großer Runde und ich bekomme die Fragen von Julia und versuche diese Fragen, meine Gedanken dazu zu sagen und die Statements, die ihr geäußert habt, die werden dann hier laut gelesen, sodass jeder Anteil hat an euren Gedanken. So, das im Schnelldurchlauf, ihr kriegt das mit, wie es funktioniert. Wir lesen heute Abend einen Bibeltext aus dem Mosebuch, History Maker Mose. Wir lesen heute Abend 2. Mose 3, die Verse 1 bis 15. 2. Mose 3, 1 bis 15. Wir haben letzte Woche, vor 2 Wochen, die Geschichte von Mose gelesen, wie er als kleines Baby auf dem Nil ausgesetzt wird und seine Kindheit sozusagen haben wir dann miteinander gelesen und manches Krasse daran entdeckt, viele Parallelen zwischen Jesus und Mose zum Beispiel, auch zu Noah. Lohnt sich nochmal zu gucken, die Folge, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Und dann kommt die Geschichte, am Ende dieser Geschichte passiert es, dass Mose einen Ägypter erschlägt und daraufhin muss er fliehen aus Ägypten, aus dem Land, in dem er groß geworden ist. Und was dann passiert, das lesen wir heute Abend. Also Mose ist abgehauen aus Ägypten, ist geflohen, hat dann Unterkunft gefunden bei einem Mann und seiner Familie. Und was dann passiert, das lese ich jetzt. Zeit für euch zuzuhören. Ich lese 2. Mose 3, Abvers 1. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich.
Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und Gott sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hivititer und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun du hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Zeit für dich, der Bibeltext und du. Was entdeckst du in diesem Bibeltext? Was hast du jetzt gehört? Was liest du vielleicht jetzt? Wo stolperst du rüber? 2. Mose 3, Verse 1 bis 15. Der Bibeltext und du.
Zeit für euch, gemeinsam euch über das auszutauschen, was euch jetzt begegnet ist, der Bibeltext und ihr. Zeit für eure Entdeckungen, für eure Fragen und für eure Statements.
Wir hoffen, ihr habt fleißig Fragen und Statements gesammelt und die dürft ihr jetzt gerne unter der unten eingeblendeten Nummer ans Lebenshaus schicken. Und wir freuen uns auf eure Fragen. So, die ersten Fragen haben uns erreicht und die erste Frage geht um Vers 6. Er verhüllt sein Angesicht, denn er hat Angst, Gott anzuschauen. Warum hat Mose Angst? Warum verdeckt er sein Angesicht, wenn er den Dornbusch schon längst gesehen hat? Also er sieht den Dornbusch richtig und das, warum er Angst hat, ist, also er sagt, da steht ja, er verhüllt sein Angesicht, denn er fürchtet sich, Gott anzuschauen. Also Gott sagt, oder in dem der Engel sagt, oder steht da drin, der Engel des Herrn erschien in der feurigen Flamme und dann spricht Gott zu ihm. Und Mose hat Angst davor, jetzt nicht nur irgendwie eine Flamme zu sehen, sondern Gott selbst zu sehen. Und da ist das Wichtige, oder das, was daran deutlich wird, ist, dass da eine krasse Vorstellung von Gottes Heiligkeit da ist. Also es war klar, der Gott, der die Welt in der Hand hat, der ist so heilig, der ist so mächtig, dem kann ich nicht begegnen. Also in seiner Gegenwart habe ich keine Chance, irgendwie zu bestehen. Mose ist ja in Ägypten groß geworden und da war es zum Beispiel so, dass der Pharao praktisch ein Vertreter Gottes auf Erden war, zum Teil sogar auch als Gott verehrt wurde und es war klar, ein normaler Ägypter durfte den Pharao nie sehen, ja. Und das wird jetzt auch deutlich an der Stelle, also Mose ist klar, er will Gott nicht sehen, weil er so heilig ist. Und das ist für mich nochmal so ein Aha-Erlebnis immer wieder im Alten Testament, diese Heiligkeit Gottes, das kollidiert mit der Art und Weise, wie wir heute von Gott sprechen. Ja? Also wir haben oft so ein, mein bester Freund und irgendwie ist es so, ich kann Gott mit Gott immer reden und so. Das sind auch alles Dinge, die stimmen, aber diese krasse Heiligkeit Gottes, das ist immer wieder, wenn ich im Alten Testament lese, so ein Stolperstein für mich, dass so all die Nachfrage, was ist eigentlich mein Bild von Gott? Ist mir das eigentlich wirklich klar, dass der Gott, an den ich glaube, dass er unfassbar viel größer ist und dass der so krass ist, dass ich in seiner Gegenwart eigentlich keine Chance habe zu bestehen. Ja. Das ist das, was Mose in dem Moment empfindet und deswegen verhüllt er sein Angesicht. In der nächsten Frage geht es um Vers 12. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Was ist denn jetzt das Zeichen? Ja, das Zeichen, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Das ist deshalb ein bisschen lustig irgendwie, weil das ist ja so, also erst im Nachhinein, ja, also erst wenn alles erledigt ist, erst wenn ihr aus Ägypten raus seid, erst wenn ihr dieses ganze Theater überstanden habt, dann wirst du sehen, dass ich mit dir gewesen bin. Und das ist im Prinzip so, also Gottes Versprechen. Er sagt, an dieser Stelle wirst du erkennen, ich gebe dir heute mein Versprechen, dass wir werden uns hier wieder treffen. An dieser Stelle wirst du stehen und nicht du allein, sondern das ganze Volk wird mit dir sein. Und Mose ist damit genauso wenig zufrieden wie du vielleicht, der du diese Frage gestellt hast.
Das merkst du dann weiter, wenn du weiterliest, könnt ihr heute Abend vielleicht auch noch machen, je nachdem, über was ihr nachher noch redet und wie viel Zeit ihr habt. Er sagt, okay, das reicht mir aber noch nicht. Gib mir doch noch mehr Zeichen. Und dann gibt ihm Gott auch tatsächlich ganz praktische Zeichen. Ja? Ich spoilere jetzt nicht, kannst du nachher lesen. Ich glaube, Mose ging es auch so, dass er gesagt hat, ja, aber damit bin ich jetzt noch nicht ganz zufrieden. Das Zeichen ist mir noch zu wenig, dass ich irgendwann dann mal sehen werde, ah, du warst also mit mir, ah, du bist also der, der mich wirklich berufen hat, sondern ich brauche jetzt etwas. Und das fordert er dann später noch ein, müsst ihr lesen, dann ab Kapitel 4. Ja, Kapitel 4 beginnt mit dem wunderschönen Satz, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Ja? Und sagt er, ich brauche eigentlich noch mehr Zeichen. Ja. Eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt hat, zu Vers 14. Was ist denn, ich werde sein für ein seltsamer Name? Was sollen wir damit anfangen? Ich werde sein. Je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, ich werde sein. Was ist das für ein Name? Jemand, mit dem ich im Vorfeld über diesen Text gesprochen habe, hat gesagt, jetzt gibt Gott schon einen Namen, ja, und da hätte doch wenigstens irgendwie was Anfassbares haben können. Ja, und jetzt nicht so irgendwie so was Kryptisches, ich werde sein. Das ist tatsächlich hochinteressant. Die Theologen schlagen sich seit vielen Jahrhunderten die Köpfe darüber ein, was das jetzt, was man darin alles entdecken kann und wie man das alles deuten kann. Wie man das erklären kann, was an dieser Stelle deutlich wird, ist, es geht darum, um das hebräische Wort für sein oder für ich bin, wird es ja auch übersetzt. Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Und das, was Gott damit deutlich macht, ist, ich bin der, der verlässlich ist. Also auf mich ist Verlass. Ich werde mich nicht ändern und trotzdem immer der sein, der gerade nötig ist. Ja, ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Also Gott ist absolut zuverlässig. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn wir über Glaube sprechen, dann ist ja die Frage, wem glauben wir eigentlich? Mose stellt hier eigentlich zwei Fragen. Er stellt einmal die Frage, wer bin ich eigentlich? Und er stellt dann später die Frage, und wer bist du jetzt eigentlich? Und er will wissen, Gott, wer bist du eigentlich? Und Gott sagt, ich bin der, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Und das ist deshalb wichtig, weil Glaube, das Wort Glaube, wenn wir das im Deutschen besser übersetzen wollten, dann ist es noch treffender, das mit Vertrauen zu übersetzen. Also wenn ich sage, ich glaube Gott, dann bedeutet das eigentlich, dass ich sage, ich vertraue Gott. Aber wenn ich sage, ich vertraue jemandem, dann ist es ja extrem wichtig, dass der verlässlich ist. Und Gott sagt, ich bin 100% glaubwürdig. Ich bin da. Manche übersetzen es auch so, ich bin der, ich bin da. Also ich bin der, der dich nicht alleine lässt. Das ist so eine Vorausschau auch auf das, was von Jesus später gesagt wird. Jesus wird auch genannt Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Und bei Jesus taucht das, ich bin auch später wieder auf. Also Jesus sagt zum Beispiel von sich, ich bin der Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und das sagt Jesus nicht einfach irgendwie, weil ihm die Formulierung schön gefallen hat, sondern weil er sagt, daher komme ich. Ich komme von dem, der ich bin. Ich komme von dem, der immer schon der Gleiche war und der aber auch immer derjenige ist, den du gerade nötig hast. Von daher ist dieses, was Jesus sagt, hat ganz viel mit dem zu tun, was Gott hier an der Stelle von sich sagt. Ich bin der absolut Verlässliche und ich bin der, der an deiner Seite ist, so wie du es gerade brauchst. Das ist im Prinzip das, was Gott mit seinem Namen hier ausdrückt. Es gibt noch eine andere Dimension, die sage ich euch dann zum Schluss, was noch stark ist an diesem Namen. Ja. Eine ganz andere Frage zu einer weiteren Person, zu Jitro. Was war das für ein Priester und welchem Gott hat er angehört und wurde das Priestertum nicht eigentlich erst mit Mose eingeführt? Ja, wer ist eigentlich dieser Jitro? Mose aber hütete die Schafe Jitro, seines Schwiegervaters. Der wird auch hat auch noch einen anderen Namen. Im Kapitel vorher, Kapitel 2, Vers 18, steht Reguel. Ja? Also ist der gleiche. Man nimmt an, dass Jitro nur so ein
so ein Titel ist, also der Angesehene. Was ist das eigentlich für ein Priester? Da sind sich die Historiker nicht ganz einig. Interessant ist, dass das ist in Midian, das ist eine Landschaft in Midian und die ist benannt nach den Midianitern, die da wohnen. Also Jitro ist ein Midianiter. Und die Midianiter wiederum, die stammen von Abraham ab. Also ein Sohn Abrahams, den er am Ende seines Lebens mit einer zweiten, dritten Nebenfrau hat, das ist Midian. Das heißt, der Jitro, der hat einen gemeinsamen Vorfahren mit Mose, und zwar ist es der Abraham. Von daher geht man davon aus, oder gibt es einige, die sagen, ja, der hat auch den Gott Abrahams verehrt. Tatsache ist aber, wir können nicht genau sagen, welchen Gott der da verehrt hat, und Priester bedeutet, er hat einem Gott gedient, ja. Und es gibt einige, die sagen, ja, das war so eine Sekte und so, was er verehrt hat. Was ich so faszinierend daran finde, ist, dass dieser Jitro für den Mose zum Segen wird. Also der Jitro, das ist derjenige, der den Mose in seine Familie aufnimmt. Der Jitro, das ist derjenige, der Mose heiratet eine Tochter von Jitro. Das ist der, bei dem er Arbeit findet. Und ich merke, Mensch, an dieser Stelle lehrt mich Gott wieder etwas, nämlich es geht gar nicht darum, irgendwie, wie ich Menschen einteile in, das ist einer, der richtig glaubt, dann das ist einer, der falsch glaubt und so, sondern Gott gebraucht Menschen, unabhängig davon, ob sie jetzt nach meiner Meinung nach richtig glauben oder falsch glauben. Also der Jitro, da kann man sich jetzt streiten, welche genaue Frömmigkeit der hatte. Aber Gott gebraucht ihn und Gott lässt ihn zum Segen werden für Mose. Und das ist für mich wichtig, auch für mein Leben und für unser Leben heute. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt, wie viele Menschen sind mir zum Segen geworden, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die keine Leidenschaft haben für Jesus. Einer meiner besten Freunde, mein bester Freund in meiner Jugendzeit, der mich sehr stark geprägt hat, ist Moslem gewesen und hat ganz anders geglaubt, aber ist für mich zum Segen geworden. Also das ist, hat mich daran erinnert, als ich das gelesen habe, und vielleicht auch für dich und für euch, Menschen, mit denen ihr unterwegs seid, die ganz anders glauben als ihr. Seid fröhlich und bekennt denen gegenüber, was ihr glaubt, und steht zu eurem Glauben und ladet sie herzlich zu Jesus ein, und Gott wird trotzdem euch durch diese Menschen segnen, auch wenn sie noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Ja. Eine Frage zum spektakulären Feuer in der Geschichte. Ja. Warum zeigt sich der Engel ausgerechnet im brennenden Dornbusch? Was für eine Bedeutung hat das Feuer? Und ist mit dem Engel des Herrn jemand Besonderes gemeint? Warum das Feuer? Also das Feuer hat, das kann man relativ leicht erklären. Erstmal, das Feuer hat wieder etwas mit der Heiligkeit zu tun. Wenn man das Alte Testament liest, dann wird das immer wieder deutlich, dass Gott, da ist davon die Rede, von Gottes verzehrendem Feuer. Also Gottes Heiligkeit wird darin deutlich. Und was ich schön finde daran ist, dass das was ganz Alltägliches ist, was da passiert, dass ein Busch brennt. Ja, also wenn du jetzt hier irgendwie durch Baden oder durch NRW oder durch Siegen oder keine Ahnung, durch Hamburg, je nachdem, wo du heute Abend sitzt, läufst und da brennt ein Busch, dann solltest du dir Gedanken machen. Ja? Damals, als der Mose da durch die Wüste gezogen ist, da war nicht irgendwie das ganz spektakulär. Ja? Boah, ein brennender Busch. Das war normal. Ja? Hitze hat Gebüsch entzündet und ist ein Feuer aufgegangen und so. Das Entscheidende ist, dass dieser Busch nicht verbrennt. Und warum zeigt sich Gott jetzt im Feuer? Das finde ich so typisch an Gott. Er zeigt sich in etwas Alltäglichem. Also der Mose läuft durch die Wüste und Gott zeigt sich in etwas Alltäglichem. Und zwar erst bei genauem Hinsehen entdeckt er, das ist ja anders. Also dafür, dass er erkennt, dass dieser Busch jetzt brennt, aber nicht verbrennt, dafür muss er länger hingeguckt haben. Und ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich bei mir, wenn Gott sich durch das Alltägliche zeigt? Wenn Gott mir manchmal in alltäglichen Dingen begegnet, die dann eben doch noch ein Ticken anders sind. Wie aufmerksam bin ich da eigentlich?
Also, ich weiß nicht, wie das dir geht. Ja? Habe ich in meinem Leben offene Augen für die Dinge, die um mich herum passieren? Oder bin ich nicht oft irgendwie ziemlich eingespurt unterwegs, irgendwie so ein Ziel im Blick und Kopfhörer im Ohr und sonst nichts mitkriegen von der Welt? Also könnte es sein, dass Gott oft redet durch das Alltägliche? Ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott redet durch das Alltägliche. Und ich will uns herzlich einladen, dafür offene Augen für das Alltägliche zu kriegen. Die zweite Frage war, ist der Engel etwas ganz Besonderes? Puh, können wir jetzt ganz lange drüber diskutieren. Es gibt einige, die sagen, ja, der Engel Gottes wird erwähnt immer wieder im Alten Testament und der Engel Gottes ist etwas ganz Besonderes und zwar, Achtung, haltet euch fest, Jesus. Es gibt einige Theologen, die sagen, Gott im Alten Testament ist die Dreieinigkeit ja schon da, sagt Jesus ja auch, ich war schon vor Abraham, ja. Und es gibt einige Theologen, die sagen, der Engel Gottes, da ist Gott schon in Jesus praktisch auf dieser Welt. Es gibt einige Argumente dagegen. In Hebräer 5 zum Beispiel, da heißt es, hat Gott einen Engel gleich gemacht wie ihn oder so, weiß nicht ganz genau die Formulierung. Also es gibt verschiedene Streitigkeiten darum, es gibt einige Argumente dagegen. Auch dass es zum Beispiel in der hebräischen Sprache mit diesen Artikeln gar nicht so ist wie bei uns, dass man jetzt sagen kann, ja, da steht Engel und da steht der Engel Gottes. Ja? Aber auffällig ist, dass es immer wieder vorkommt im Alten Testament und dass es im Neuen Testament dann nicht mehr vorkommt. Also für alle, die solche Geschichten schön finden, kann ich sagen, ihr könnt euch an dieser Stelle vorstellen, da ist schon Jesus da. Klar ist auf jeden Fall, da ist die Autorität Gottes da. Ja? Da ist ein Bote Gottes da, der die volle, absolute Vollmacht hat, von Gott her zu sprechen. Und das passiert immer wieder im Alten Testament. Eine weitere sehr spannende Frage. Hätte Gott nicht mit Mose gesprochen, wenn dieser nicht am Dornbusch stehen geblieben wäre? Puh, herzlich willkommen im Reich der Spekulation. Hätte Gott mit Mose nicht gesprochen? Das frage ich mich manchmal für mich und mein Leben. Also für Mose kann man das ja vielleicht mit Ja oder Nein beantworten und sagen, ist mir egal. Aber ich frage mich manchmal das für mich. Wie viel habe ich in meinem Leben eigentlich schon dadurch verpasst, weil ich eben am Dornbusch nicht stehen geblieben bin? Ja? Ich bin davon überzeugt, Gott findet Mittel und Wege, zu uns Menschen zu reden. Ja? Und er hat Mose so vorbereitet über Jahre hinweg. Ja? Gott hat Mose vorbereitet in Ägypten. Mose ist groß geworden am Königshof des Pharao. Ja? Warum ist er da groß geworden am Königshof des Pharao? In der Apostelgeschichte wird über Mose gesagt, er wurde gelehrt in aller Weisheit der Ägypter. Das heißt, er ist fähig gemacht worden, ein Volk zu führen. Aha, Gott, cooler Plan. Du hast die Ägypter den Mose beibringen lassen, damit er später sein eigenes Volk führen kann. Ja. Dann war er 40 Jahre lang in der Wüste, um irgendwelche Schafe zu hüten. Könnte man jetzt sagen, ist ja total unsinnig, ja. Total absurd, der völlig auf dem Abstallgleis. Ja. Ein bisschen kühl dich mal ab, Mose, nachdem du jetzt hier da den Ägypter in deiner ganzen Zorn und Wut. Ja, aber es ist auch wieder Vorbereitungszeit von Gott. Weil was macht Mose, nachdem er mit dem Volk aus Ägypten raus ist? Richtig, durch die Wüste ziehen. Jahrelang. Da ist gut, dass er nicht die ganze Zeit am Königshof in Ägypten saß, sondern dass er es sich auskennt in der Wüste. Also heißt, Mose ist extrem gut vorbereitet von Gott her auf das, was da jetzt kommt in seiner Biografie. Und von daher, ja, Gott wird Mittel und Wege gefunden haben, den Mose da drauf aufmerksam zu machen und ihn zu berufen. Vielleicht ist Mose vorher schon in dem halben Jahr vorher schon an 43 anderen brennenden Dornbüschen vorbeigelaufen. Aber auf jeden Fall, ja, Gott findet den Weg offensichtlich auch an dieser Stelle. Und ich bin überzeugt, in unserem Leben ist es auch so. Es gibt manche Dinge, da laufen wir dran vorbei und wir übersehen das, was Gott hineinsprechen will in unser Leben. Und wir übersehen die Berufung Gottes. Und es gibt die Dinge in unserem Leben, es gibt die Aufträge in unserem Leben, da ruft Gott so lange, bis wir das verstanden haben. Die sind so eine andere Liga, diese Aufträge, diese Berufungen, dass Gott uns da nicht von der Hacke geht. Ja?
bis wir es endlich kapiert haben, wo er uns haben möchte. Also von daher, lasst uns mit wachen Augen durch die Welt gehen, um die kleinen Dinge zu sehen und dann darauf vorbereitet sein, wenn das Große kommt. Ein sehr cooles Statement zum Abschluss. Genial, dass Gott auf Moses Frage, wer bin ich, gar nicht eingeht, sondern ihm zuspricht, ich will mit dir sein. Und wir sind leider schon am Ende und hören gleich den Schlussimpuls vom Kai. Falls eure Fragen jetzt nicht beantwortet worden sind, keine Angst, der Kai macht das gerne im Anschluss. Jawohl. Und jetzt freue ich mich auf deinen Impuls. Ja, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Ich will mit dir sein. Das hat mich auch wirklich fasziniert. Danke für dieses Statement von euch, Vers 11. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und ich denke, krass, was für ein Turn von Mose. Ja? Also nochmal zur Erinnerung. Vor zwei Wochen haben wir gelesen, der Mose ist in Ägypten und sagt, jetzt mach mal Tacheles, jetzt haue ich den Ägypter mal die Rübe weg und jetzt ergreife ich mal Partei für mein Volk. Ja? Und da ist es so richtig Action Hero. Und an dieser Stelle sagt Gott, Mose, du bist der, mit dem mein ganzes Volk aus Ägypten rauskommen soll. Und Mose jetzt nicht so, ja, endlich Gott, ich habe schon gedacht, du merkst es nie. Endlich, ich bin der Richtige. Ja? Gib mir eine große Fahne und eine Kalaschnikow und dann auf geht's. Sondern Mose ist zurückhaltend. Er hat was gelernt in diesen 40 Jahren in der Wüste. Und dann stellt Mose die wichtige Frage, wer bin ich, dass ich zu diesem Pharao hingehe? Das ist die große, erste wichtige Frage, die Mose stellt, wer bin ich eigentlich? Und das Faszinierende ist tatsächlich genau das, was ihr entdeckt habt, die Antwort. Gott sagt nicht, also du bist Mose, du bist groß geworden in Ägypten. Ich habe dich jetzt, ja, er erzählt ihm nicht die Biografie. Er nennt ihm nicht irgendwelche Eigenschaften. Er sagt nicht, was er alles in ihm Tolles sieht und wie er alles ganz toll vorbereitet ist. Sondern Gott sagt auf diese Frage, wer bin ich, er sagt, ich will mit dir sein. Das heißt, er gibt ihm keine Biografie zur Antwort, sondern sagt, das ist das Entscheidende. Nicht irgendwie, welche Fähigkeiten du hast und was du alles schon gelernt hast, was du an allen Dummheiten schon gemacht hast. Das ist das, was dahinter steckt. Ja, ich bin ein Mörder, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Sondern Gott sagt, weißt du, was das Entscheidende ist? Du bist der, mit dem ich bin. Du bist der, mit dem ich bin. Und deshalb kannst du zum Pharao gehen. Und deshalb kannst du das Volk aus Ägypten rausführen. Vielleicht kennst du diese Frage auch von dir aus deinem Leben. Wer bin ich denn, dass ich? Wer bin ich denn, dass ich in der Schule bei meinen Klassenkameraden irgendwie auch nur ein bisschen von was von Jesus sagen könnte? Wer bin ich denn, dass ich dieses Jahr mein Abi bestehen könnte? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich den Unterschied machen könnte in meiner Klasse? Wer bin ich denn, dass ich den Unterschied machen könnte in meiner Uni? Wer bin ich denn, dass ich an meinem Arbeitsplatz für meine Arbeitskollegen zum Segen werden könnte? Wer bin ich denn, dass ich in meiner Nachbarschaft zum Segen werden könnte? Wer bin ich denn? Das ist das, wie wir auf uns gucken, wenn wir so diesen Auftrag Gottes hören. Wer bin ich denn? Aber das Faszinierende ist Gottes Reaktion darauf. Wer du bist der, mit dem ich bin. Und deshalb. Also wenn du dich fragst, wer bin ich denn, dass ich diesen Auftrag in Angriff nehme, dann sagt dir Jesus, du bist der, mit dem ich bin. Und deshalb. Deshalb kannst du zu deinem Pharao gehen, wie auch immer dein Pharao heißt, wie auch immer dieser Auftrag aussieht, wie lang auch immer dein Pharao schon dir gegenübersteht. Gott sagt, wer du bist, ich sag's dir, du bist der, mit dem ich unterwegs bin. Ich gebe euch nachher Zeit, dass ihr miteinander mal darüber redet, was ist eigentlich euer Pharao und was ist das Land Ägypten, was da vor euch liegt und wo ihr nicht hinein wollt und so. Aber Gott macht noch etwas Zweites. Er gibt ihm diesen Namen mit.
Er sagt, ich bin der ich bin. Und im Hebräischen wird es abgekürzt mit vier Buchstaben, dem sogenannten Tetragramm. J-H-W-H. Jahwe. Und ich habe euch einiges von uns zu diesem Gottesnamen schon gesagt. Und ein jüdischer Lehrer hat, bei dem habe ich etwas gelesen und das fand ich mega stark und das will ich euch zum Abschluss mitgeben. Das sagt, das Besondere dieses Gottesnamens ist, dass man ihm beim Ein- und Ausatmen spricht. Man braucht kaum eine Zungenbewegung, keine Lippenbewegung dazu, um Jahwe zu sprechen. Wenn ich einatme, ja, so, also das Nennen des Gottesnamens ist mit dem Atmen verbunden. Und diese jüdische Lehre sagt, das ist faszinierend, dass Gott sagt, mit deinem Atmen sprichst du meinen Namen. Wenn du dich fragst, wer du bist, dann sage ich dir, du bist der, mit dem ich bin. Und das pflanze ich so tief in dich hinein, dass du, egal ob du gerade darüber nachdenkst oder nicht, dass du es weißt, dass du es immer wieder aussprichst in deinem Atmen. Vor allem in deinem Seufzen. Vor allem dann, wenn nichts mehr geht. In deinem ersten Atemzug, den du getan hast, steckt der Gottesnamen. Und im letzten Atemzug, den wir tun werden auf dieser Welt, steckt der Gottesnamen. Jahwe. Also wer bin ich, dass ich hinausgehen sollte in diese Welt? Wer bin ich, dass ich zum Segen werden könnte? Ja, wir können zum Segen werden. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil da einer in uns ist. Und er erinnert uns immer wieder daran, immer wenn wir atmen. Nehmt ihr nachher mal 2 Minuten Zeit, nehmt euch gemeinsam mal als Gruppe 2 Minuten Zeit. Einfach mal Stille und achtet mal auf euren Atem und nehmt es mal bewusst wahr. Das ist Gott in euch. Er hat sich mit eurem Atem verbunden. Er hat den Gottesatem in euch hineingelegt. So beginnt die Geschichte von uns Menschen. Und er ist bis heute in uns drin. Und deshalb können wir zu unserem Pharao gehen. Deswegen können wir in unser Ägypten ziehen. Weil Gott ist, der sagt, ich bin der, ich bin da. Ich bin der, mit dir ist. Ich bete. Du bist da. Heute an diesem Abend. Da, wo wir sind. Du großer Gott, du siehst, wie wir über dich denken und wo wir zweifeln und fragen. Wo wir uns fragen, wer bin ich denn eigentlich? Und wo wir uns fragen, wo bist du und wer bist du eigentlich? Danke, dass du Geduld hast mit uns. Dass du Geduld hattest mit Mose, viele, viele Jahre lang. Dass du an ihm gearbeitet hast, dass du ihn erzogen hast. Ihn vorbereitet hast für all das, was kommt in seinem Leben. Danke, dass das auch für uns gilt. Dass du Geduld hast, mit uns durch unsere Wüstenzeiten gehst, unsere Wüstenzeiten gebrauchst, um uns vorzubereiten auf das, was kommt. Und du großer Gott, du siehst, welcher Pharao vor uns steht, welches Land Ägypten vor uns liegt. Du siehst, wie groß oder vor allem auch wie klein unser Glaube ist. Wir sind uns unsicher vielleicht, was wir überhaupt von dir denken sollen. Aber du sagst uns das heute Abend zu, dass du der Gott bist, der mitgeht. Und wir bitten dich, Jesus, dass du immer wieder in uns den Mut schenkst und diese Worte formulierst. Ich bin da. Ich bin's. Und ich will mit dir durch diese Welt gehen, du großer Gott. Wir sind gespannt, was du vorhast mit unserem Leben. Und wir wollen gerne hinausgehen in diese Welt und für andere zum Segen werden. Danke, dass in dem allen gilt. Wir sind jemand, weil du bist, weil du mit uns bist.
Danke für die Gemeinschaft heute Abend. Danke für all das, was wir miteinander noch reden und teilen können. Und danke, dass du in all dem bist. Amen. Amen. Danke für deinen Schlussimpuls. Wir sind für heute Abend schon wieder am Ende, aber in 2 Wochen geht es ja weiter, am 19. Februar mit Mose History Maker Teil 3. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, es gibt viele krasse Geschichten von Mose, von daher auf Vorfreude auf in 2 Wochen. Und für heute verabschieden wir uns und wünschen euch einen fröhlichen Abend, gute Gespräche miteinander. Gott mit euch. Tschüss.